22 Jahre in Berlin-Wilhelmshof, von meiner Geburt 79 bis zu 01, Dead Album. Und nur ein einziges Mal bewege ich mich zwischen aggressiv und unverschämt. Und das auch nur, um euch schwuchteln zu zeigen, dass es auch anders geht. Denn irgendwann reicht es, irgendwann ist Schluss. Und ich hab täglich das Gefühl, dass ich euch was erklären muss. Und so sei es, weil ich höre, dass ihr nur Lügen verbreitet. Doch die Fragen bleiben, wer seid ihr und was habt ihr schon geleistet? Achso, und vor allen Dingen, was wollt ihr denn jetzt machen? Ich wäre beeindruckt von einem fliegenden und feuerspeienden Drachen. Wenn ihr mir den bringt, dann höre ich auf, euch auszulachen. Aber ach, ihr könnt doch nicht mal auf den Goldfisch aufpassen. Ihr wisst Bescheid, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich nehme euch wirklich ernst, aber das Ding ist folgendes, dass ich einfach nicht verstehen kann, worauf du so stolz bist, dass das Maß aller Dinge für dich der VA6 Golf ist. You wanna fight with me, see the smile in my face. Don't attack me, because I kick your ass in the space. You wanna fight with me, see the smile in my face. Don't attack me, because I kick your ass in the space. Diese Situation wird von Tag zu Tag brisanter. Ich meine, reißt euch zusammen, sonst reiß ich euch auseinander. Ich bin der allerschärfste Freak in dieser Stadt mit zur Cut. Ein letztes Mal bitte ich euch friedlich, meidet meinen Kontakt. Denn sich mit mir zu bekriegen, ist vielleicht nicht ganz so clever. Weil Djibouti und das DSO sind wie Salz und Pfeffer. Ein Kampf mit uns ist vernichtend als das schlechteste Wetter. Auch wenn ihr gleich mit Fäusten kämpft und wir zuerst als Rapper. Auf diese Art und Weise sag ich, was ich zu sagen hab. Also noch bevor die Gedächtniskirche 12-mal geschlagen hat, treibst du mit dem Gesicht nach unten in der Spree. Mann Leute, wenn ihr leben wollt, geht mir aus dem Weg. Euer Gehirn mit Substanz und Größe einem Haribo. Und das gilt auch für dich, Anabolika Joe. Also irgendwie erwisch ich dich irgendwann und irgendwo, und dann fick ich deinen Arsch zurück nach St. Petersburg. You wanna fight with me, see the smile in my face. Don't attack me, because I kick your ass in the space. Endet mein Leben vielleicht im Einsatzwagen, aber die meisten Quellen sind ja mit ihrem Fluss auch nicht einverstanden. Wie sich alles entwickelt und hat, ist mir unverständlich. Wenn ich meine Jungs von 96 treffe, werden Erinnerungen lebendig. Denn heute wie damals, ständig gibt's was klarzustellen. Nur als es früher Probleme gab, klärten wir es mit Basketball. Aber das ist heute anders, meine Konflikte lösen Handgranaten. Heißt, ich verteile eure Ärsche in alle angrenzenden Staaten. Ihr wisst doch selber, was hier los ist, ihr seid wie ich Berliner. Aber mein Vorteil ist vielleicht das 45er Kaliber. Denn mein ist mir von Westen übertrumpft eure Fiasse. Übertrumpft jeden, der falsch spielt, übertrumpft alle, die ich hasse. Demnach bitte ich euch, treibt es nicht auf die Spitze. Ich warne euch, liegt nicht an dem Thron, auf dem ich sitze. Denn ich hab nichts zu verlieren. Also kommt nicht auf die Idee, euch mit mir zu duellieren. In the space.